Die Ampelkoalition ist tot, aber Kanzler Scholz will Insolvenzverschleppung betreiben und sich irgendwie noch durch die nächsten Monate hangeln, in der Hoffnung, hier dann Zustimmungswerte vielleicht noch verbessern zu können. Was wir gestern gehört haben von Kanzler Scholz, war eine der schäbigsten Reden, die ich in den letzten Jahren auf politischer Ebene gehört habe. Er hat alles abgewälzt auf die böse FDP, auf Lindner, die sei schuld, die hätte sich in die Büsche geschlagen und alles sei ja wegen der FDP und wir sind die Guten und das ist natürlich so himmelverkehrt, jenseits irgendwelcher Sympathien für Parteien, sondern einfach von der Sachlogik, dass wir nicht umhin können und sagen müssen, das ist jetzt Zeit, dass wir schnell eine Entscheidung bekommen, dass Scholz schnell weggeht, denn er ist offenkundig nicht in der Lage, dieses Land in einigermaßen in die richtige Richtung zu führen. Da muss jetzt ein Wechsel kommen und nicht erst in einem halben Jahr. Er will sich ja da durchschleppen noch und erst im März die Neuwahlen, im Januar die Vertrauensfrage. Das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren. Was die Wirtschaft jetzt braucht in Deutschland ist Sicherheit, ist eine Entscheidungsmöglichkeit. Man muss sich darauf vorbereiten können, wer bald das Zepter in der Hand haben wird. Scholz wird es nicht mehr sein, so viel scheint klar. Also schauen wir uns die Dinge mal an und viele sagen ja, ah Mensch Fugi, du bist so politisch und so. Ja, aber wir wissen doch spätestens seit der Reaktion gestern der Aktienmärkte auf den Sieg von Donald Trump. Es gibt keine Trennung zwischen Finanzmärkten, Politik und Wirtschaft. Das hängt miteinander zusammen. Deswegen habe ich die Idee für den Namen unserer Seite Finanzmarktwelt gehabt. Das hatte auch Gründe, dass andere Domains schon besetzt waren. Also muss ich überlegen, wie kriege ich das hin. Aber Finanzmarkt und die Welt, das war irgendwie das, was mir einleuchtete. Dieses Zusammenspiel, dieses Zusammenwirken zwischen Politik, Wirtschaft, Finanzmärkten, die sich gegenseitig beeinflussen, gegenseitig ineinander wirken. Das war mir sehr wichtig und das werde ich beibehalten, auch wenn manche sagen, ja, mach doch nur Finanzen. Aber es gibt endlos Finanzkanäle. Es geht heute rauf, es geht heute runter, who cares? Hier geht es um das Übergeordnete. Schauen wir uns die Dinge mal an. Das Erbärmlichste, wie hier Tobias Huch aus meiner Sicht völlig richtig schreibt, was wir in den letzten Jahren in der Politik gesehen haben. Er hat das Land gegen die Wand gefahren, will keine Neuwahlen und sucht jetzt einen Sündenbock. Das Ganze macht einen Eindruck, wie dieser Twitter-Account hier unten schreibt, einer Schulhofschlägerei. Da muss man sich regelrecht schämen, was da passiert ist. Scholz mit diesem, wie soll man sagen, bösartigen, beleidigten Auftritt, das hatte sowas eines gekränkten Bürokraten irgendwie, habe ich das Gefühl. Dieser kleine Mann, der offenkundig auch moralisch und geistig nicht allzu groß ist, der hat hier wirklich sein wahres Gesicht gezeigt, aus meiner Sicht. Dann Lindner unter seinen Möglichkeiten aufgeregt, das hat man bei den Grünen auch gemerkt. Baerbock sich wie immer verhaspelt, Habeck mit einigen Dingen, beide, aber die waren irgendwie weniger bösartig, die Grünen, und Lindner auch nicht, der wirkte richtig getroffen, wie auch immer. Hier wollen wir mal gucken, was uns der Kanzler denn versprochen hat im März 2023, also vor eineinhalb Jahren um und bei. Ein Wirtschaftswachstum wie in den 50er und 60er Jahren, damals sind wir so um und bei 8% gewachsen und das Ganze wegen den hohen Investitionen in Klimaschutz. Also das war so die Vision. Wer Visionen hat, hat Helmut Schmidt gesagt, soll zum Arzt gehen. Das könnte man vielleicht dem guten Olaf mal empfehlen, denn die Realität ist ein bisschen weit weg von dieser Vision. Hier sehen wir Germany, Real GDP Growth, also inflationsbereinigtes Wachstum der Wirtschaft. Da sind wir ganz entspannt letzter. Also wie kommt das, wo wir doch dieses Wirtschaftswunder haben, Herr Scholz? Und schauen wir uns mal an. Heute frische Zahlen, Industrieproduktion minus 2,5% zum Vormonat. Das geht tendenziell weiter nach unten. Wir haben diese Probleme in der Autoindustrie, die jeder kennt. Wir sehen hier die Energiepreise in Deutschland und im Vergleich zu USA und China in der Grafik oben links. Das ist klar, dass wir damit nicht wettbewerbsfähig sind. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist ein Stück weit in der EU so, die ja letztendlich das alles politisch will, nämlich diese steigenden Preise für Energie. Hier sehen wir links mal die Produktivität, die stagniert bis nach unten geht. Wir sehen Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung geht beides nach unten. Und das, wo Deutschland im Jahr 2023 in Sachen Kohle Spitzen
Vorreiter war in der EU. Also wir machen alles richtig, weil wir sagen, wir schalten erstmal Atomkraft ab, müssen dann natürlich Parallelstrukturen hochfahren wie Kohle. Das mit der Absicht, dann irgendwann den heiligen Wasserstoff einzusetzen, der aber nicht kommen mag, weil es sich nicht rechnen wird. Also bleibt man dann auf dieser fossilen Parallelstruktur sitzen, früher oder später. Das ist ja das ganze Dilemma an dieser Geschichte. Dazu kommt, dass wir hier Absence from work due to illness, Deutschland ganz, ganz vorne, number one. Dann sehen wir rechts in dieser Grafik, wer arbeitet am wenigsten Stunden im Jahr? Germany, also wir sind am meisten krank und arbeiten am wenigsten. Das alles ist Ausdruck eines Mindsets, das eben sagt, hey, wir wollen 4-Tage-Woche, wir wollen weniger arbeiten, hey, und wir wollen aber den Wohlstand gerne behalten, nicht wahr? Und das klappt halt nicht, du musst strampeln, du musst dich anstrengen und dieses Mindset ist ja unseren Kindern in der Schule vermittelt worden. Meine Söhne berichten mir hier von Wokenunterricht in Hamburg. Das ist naja, schon ziemlich extrem. Ich enthalte mich da eines weiteren Kommentars. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem guten Olaf, dann hat der in der kurzen Zeit zwischen Ende des Koalitionsausschusses und dem Beginn seiner Pressekonferenz diese Rede nicht frei halten können. Das war vorbereitet. Also ist man schon sozusagen in diesen Koalitionsausschuss gegangen und hat gesagt, pass auf, Lindner, wir wollen jetzt die Schuldenbremse aushebeln, denn wir brauchen mehr Geld für Ukraine und wir wollen mehr Schulden machen. Und wenn du nicht mitspielst, dann hast du ein Problem. Da wurde der gute Lindner dann überrumpelt und hat gesagt, nee, mach ich nicht, dass die das nicht akzeptieren würden, wie Manuela hier schreibt, Manuel ist es, war klar, das kann die FDP nicht machen, sonst ist sie ja komplett unglaubwürdig, sie hat sich eh schon sehr unglaubwürdig gemacht in dieser Koalition und die SPD hat so ein bisschen, oder Scholz hat ein bisschen das wiederholt, was Helmut Schmidt gemacht hat 1982, so ein bisschen Durchstoßlegende durch die FDP. Der Unterschied ist nur, so schreibt Jan Fleischhauer, Olaf Scholz ist für die Wähler kein Helmut Schmidt, er ist nicht mal ein Schmidtchen und genau das ist das Problem, ein Mensch mit einem ungleich geringeren Format als eben Helmut Schmidt. Aber hier Vertrauensfrage im Januar, Neuwahlen im März, neue Regierung im Mai, wer sowas vorschlägt, denkt an sich selbst statt an sein Land, der kapiert gar nicht, wie groß die Not gerade der Wirtschaft derzeit ist. Der kapiert gar nichts, wie wir hier sehen. Die SPD scheint das nicht zu kapieren. Da wird applaudiert, als er dann aus dieser Pressekonferenz kommt. Hat er eine Wahl gewonnen, fragt der Ronsheimer Pauli. Gehen die Wirtschaftszahlen nach oben? Ah nee, Koalition ist gescheitert. Blumen bitte für den Wahlsieger. Also das zeigt so ziemlich, was hier los ist. Und jetzt soll der gute Robert Habeck, der ja mit dem Wirtschaftsministerium schon hoffnungslos überfordert ist, jetzt auch noch das Finanzministerium übernehmen, hat damit den Schlüssel für die Staatsfinanzen in der Hand. Das muss jetzt ganz schnell beendet werden, denn der Robert, der wird allen alles versprechen, wird hier Haftungsrisiken eingehen, wie ich ihn kenne. Es gibt ja hier diesen Satz über Robert Habeck. If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Das bringt so diese ganze Habeck'sche Idee auf den Punkt. Und nein, all diese Probleme in Deutschland, die sind nicht nur durch diese Ampelkoalition bedingt. Die sind schon aus der Merkel-Ära. Ob Kernkraft aus, Verbrenner aus, eine komplett verfehlte Migrationspolitik, zerfallende Infrastruktur, Bundeswehr und so weiter und so fort. Das alles ist unter Merkel, hat sich da aufgebaut. Da wäre ein Umsteuern notwendig gewesen, aber genau das Gegenteil ist passiert. Man hat diese Probleme noch weiter verschärft seitens der Ampelkoalition. Und so müsste man jetzt eigentlich, wie Rainer Zittelmann hier vorschlägt, wir müssen die Energie- und Mobilitätswende als gescheitert erklären. Sie ist gescheitert. Es bringt nichts. Die Leute kaufen diese E-Autos nicht, wenn sie nicht subventioniert sind, weil es für die allermeisten Leute keinen Sinn macht. Für einige Leute macht es Sinn. Gut, da muss ich auch nicht subventionieren, aber für die es keinen Sinn macht, wird das auch nicht viel helfen mehr. Wir haben eine Migrationspolitik, wo jetzt Niederlande, Polen, Dänemark, Schweden gehen komplett in die andere Richtung. Wir verlangen von unseren Unternehmen, jeden kleinsten Bleistift nachzuweisen, aber wissen nicht, wer über die Grenzen kommt. Das ist doch irgendwie total idiotisch. Der muss nur Asyl sagen, schon drin. Wir hatten in den 50er, 60er Jahren eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Italiener,
Türken und so weiter. Und das war gut so. Jetzt haben wir eine Einwanderung, die weitgehend eben in das Sozialsystem geht. Und das ist nicht gut so, denn das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Ein Wohlfahrtsstaat, ein Sozialstaat, der kann nur dann existieren, wenn er klar definiert, wer sozusagen in den Genuss dieser sozialen Leistungen kommt, weil er sie eben auch vorfinanziert hat mit Steuern und Abgaben etc. Und so muss jetzt, wie Vince Ebert zeigt, das woke linksgrüne Lager mit seiner weltrettenden, in Teilen sogar antiwissenschaftlichen Klima-, Migrations-, Geschlechter- und Wirtschaftspolitik zusehen, wie man aus der Nummer rauskommt. Gerade in Sachen Klima zum Beispiel ist es ja so, da werden dann die allerextremsten Studien werden nach oben gezaubert und dann gesagt, das ist Wissenschaft. Ja, man zeigt aber sozusagen nur diese apokalyptischen Modelle. 90% der Klimaforschung funktioniert ganz anders, aber die kommen in den Medien, kommen bei verschiedenen Klimahysterikern nicht vor. Und das ist genau das Problem. Hier wird etwas als Wissenschaft deklariert, was nicht Wissenschaft ist, sondern Ideologie, die sich als Wissenschaft tarnt. Das hat Vince Ebert sehr, sehr gut erkannt. Und da hilft er auch nicht dann zu sagen, ja, die anderen, die sind ja so doof, weil die halten nichts von Wissenschaft. No, die halten nichts von eurer Wissenschaft. Diese Wissenschaft ist keine Wissenschaft. Und das ist genau das Problem. Kommen wir zum DAX, meine Damen und Herren. Schlagen wir den Bogen zu den Finanzmärkten. Hier sehen wir den DAX. Gestern ja mit dieser Bewegung nach oben, dann nach unten. Heute startet der erstmal gut, der DAX. Vielleicht sagt es, ich kann ja nur besser werden. Ja, vielleicht. Aber das ist schon noch ein bisschen angeschlagen. Sind wir da unterstützt so in diesem Bereich 19.000? Das ist der Freier. Wir sehen auch eine kleine Erholung jetzt beim Euro. Gestern ja Goldman Sachs Wachstumserwartung für die Eurozone runtergenommen wegen dem Sieg von Saturnal und den Zöllen, die da wohl kommen. Gestern hatten wir den besten Post-Election Day in Geschichte. Ich hatte davor ein Video gemacht, wo ich von diesen extremen Put-Absicherungen gesprochen habe, die natürlich dann eingedeckt werden. Dadurch hat sich diese ganze Geschichte beschleunigt. Manche sagen, Fugi, immer noch nicht der Crash da. Welcher Crash, Guys? Ich spreche nicht von Crashes. Ich spreche von Dingen, die fundamental sind, von zu teuren Märkten, von zu großer Euphorie. Das impliziert nicht zwingend einen Crash, um das mal klar zu sagen. Den hatten wir gestern auch nicht. Russell 6% im Plus. Wir sehen vor allem die Tech-Tick-Fische. Und das finde ich ein bisschen überraschend, dass die so positiv sind, denn eine Google, wenn man sieht, was Elon Musk und auch Seth Donald über Google gesagt haben als Zensurmaschine, dann wäre ich mir nicht so sicher, ob das so toll ist für Google, auch nicht für Microsoft etwa oder für ja, andere Firmen aus diesem Bereich. Schauen wir uns mal an, wie hier die Lage ist. Im 60-Minuten-Chart sehen wir, boah, S&P 500 hatte diese positiven Divergenzen, plump, dann kommt dieser massive Anstieg, jetzt sind wir sehr, sehr deutlich überkauft. Die Bäume werden heute, nachdem der WIX gestern 20% gefallen ist, wohl nicht mehr in den Himmel wachsen. Wir hatten ja diesen Ausbruch der 10-jährigen Anleiherendite. Man fürchtet Inflation und so weiter und so fort. Und die Small Caps, die normalerweise ziemlich, also Nebenwerte, die normal ziemlich genau mit der Rendite mitlaufen, mit der 10-jährigen Anleiherendite, die sind komplett auseinandergedriftet. Wir sehen, dass die Zinssenkungserwartungen deutlich fallen. Man erwartet jetzt nur noch für 25 57 Basispunkte, das sind also ein bisschen mehr als zwei Zinssenkungen, das ist doch deutlich weniger als eben zuvor. Es geht weiter bergab, weil die Fed eben dann nicht so die Zinsen wird senken können. Und das ist das, was ich gestern schon hier kurz gezeigt hatte, diese steigenden Kapitalmarktzinsen, die dürften weiter bleiben. Warum sollte man jetzt sagen, okay, wir verlangen weniger Risikoprämie, wenn die Inflationsgefahren nach oben geht, wenn die Schuldenorgie weiter aus dem Ruder läuft. Und das alles wird eben dann auch die Wirtschaft belasten und Geld weiter teurer machen. Und das denken jetzt mehr und mehr Leute auch seitens der Ökonomen, die sagen, ja, seine Politik wird inflationär sein und boosting debt level. Fewer rate cuts, that's simple as it is. Also die Zinsen werden oben bleiben. Und das ist aus meiner Sicht noch nicht so ganz richtig eingepreist in der ersten Euphorie. By the way, Bernie Sanders, der unabhängige Linke, der hat jetzt die Demokraten kritisiert. Hier rechts sehen Sie bei mal County für County, wer was gewonnen hat. Also das ist schon ziemlich rot und wenig blau. Das ist schon ein ziemliches Desaster für Kamala Harris. Goodbye Middle Class. Die Hälfte der amerikanischen Arbeiter verdient weniger als 43.000 Dollar.
Jetzt sagt eben der gute Bernie Sanders, ja, wir haben die Arbeiterklasse verlassen. Und ein Stück weit ist das so, denn die Arbeiterklasse leidet unter den gestiegenen Preisen und fürchtet die Migration. Für beides hatte Harris keine Antwort. Wie kriegen wir die Preise runter? Was machen wir gegen die Migration? Trump hatte eine Antwort, die ich für falsch halte, weil für unrealistisch, aber er hatte eine Antwort. Also haben die Leute gesagt, okay, dann nehmen wir doch den. Die Chinesen reagieren jetzt übrigens, indem sie das Fixing für den Yuan auf den tiefsten Wert seit 2023 gesetzt haben, nachdem der Dollar ja gestern eine massive Rallye gezeigt hat. Aber jetzt kommen so langsam, jetzt hat man erstmal hier die Party gefeiert, jetzt hat man so ein paar Promille Intus bei dieser Party und jetzt wird man irgendwann aufwachen und dann kommt das Kopfweh und das dürfte eben wegen den Zinsen sein, den Kapitalmarktzinsen und der Fed. Dazu mehr in diesem Artikel, den ich empfehle. Hier erste Empfehlung, die zweite Empfehlung nochmal zum DAX. Ist der DAX angeschlagen nach dem Trump-Sieg? Ist ja gestern in eine andere Richtung gelaufen als die Amis. Ist das nur kurzfristig oder bleibt das so? Hier die wichtigsten Aussagen dazu in diesem Artikel. Also zwei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.